So, schauen wir mal. Quick Supply, Giant Specialist, Supply Specialist, Alter. Yo, so. Hey, gegen wen spielen wir eigentlich? Gott sei Dank hat er ja keinen R, sonst wären wir richtig am Arsch gewesen. Ja, bei den echten klappt es bei mir auch nicht, ey. Die fahren nicht so auf meinen Mechabellum Power Level ab. Läuft nicht. Aua. Wie war das mit zum Glück hat er keinen R? Da hat er Wasps. Sie haben am Arsch. Hätten wir da richtig reingejodelt. Kaufen wir uns Mustangs nächste Runde. Sag ich dir, wie es ist. Sag mal. Oh, scheiße, nein. Sag mal, jetzt habe ich ja, jetzt muss ich aber mal was gucken. Pass mal auf 60. Sieht man dann einen Unterschied zwischen 60 und 180? Intelligent Marksman. Judge. Wir haben hier keinen Platz für Intelligente. Sag mal, ist bei euch auch so perverses Ultra-Sommerwetter? Also hier geht's richtig rund sonnenmäßig. Zum Glück mache ich einen 12-Stunden-Stream. Wir müssen uns noch überlegen, was wir heute schnabulieren. Was schnabulierst du heute, Zombie? Abspacker, was gibt's bei dir zu essen? Ich muss mir überlegen, wie ich das mache mit dem Essen heute. Wird ganz klassisch Pizza bestellt. Ich glaube schon. Ich glaube, da habe ich Bock drauf. Da geht ja richtig krass auf R. Also ich sehe jetzt keinen Unterschied zwischen den FPS. Oh, Burger, Alter. Burger. Ich glaube, ich habe mir in meinem ganzen Leben noch keine Lasagne bestellt. Oh, ich will nicht gegen so ein Anime-Waifu-Avatar verlieren. Orbital Bombardment hört sich doch ganz nice an. Zwar so. Wir gehen jetzt voll auf Mustangs, um den vom Himmel zu holen. Aber volle Rotz gehen wir auf Mustangs. Oh, ich glaube, ich will auch Burger haben. Bestelle da sind ja auch nur vom Italiener oder so, nicht von Fast Food. Kaschemme. Ja. Ich habe auch gerade überlegt, ob ich irgendwo Burger bestellen kann, aber der nächste Burgerladen ist kein Burgerladen, sondern eine Pizzeria, die von einem Inder, was generell mal kein Qualitätsmerkmal ist, aber es schmeckt auch wie eine Pizza von einem Inder. Was dann doch ein Qualitätsmerkmal ist. Warum zersägt der denn so geisteskrank unsere Frontline? Ich glaube, ich muss da mal ein bisschen mehr aufpassen. Brauche vorne ein bisschen Fortress.
Ja, genau so. Viel Curry und keine Rindersalami. Ist wirklich so. Und vor allem viel Magenverstimmung danach. Der Kollege kriegt gleich noch ein Schild. Aber so ein bisschen müssen die Mustangs überleben. Guck mal. Die machen wenigstens Damage. So machen die Damage. Aha. Okay, eine zweite Fortress, das wird's. Töte ihn! Ja, nice. Ja, okay. Wenn wir noch 17 Runden überleben, dann haben wir's. Hey, warte mal. Wo mache ich hier eigentlich am besten meine Kamera hin? Orbital Javelin. Nee, es bringt uns nichts. Barrier. Das ist es. Ich sag dir, das ist es. Nix Intercept. Scheiße, ich kann nicht mehr upgraden. Da es aber potenziell sowieso die letzte Runde ist, machen wir folgendes. Ka-ching! Jetzt müssen wir die ganze Kohle ausgeben. Ein Deployment. Da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Muss ich nochmal drauf gucken. Boah, das war sehr schnell. Das war sehr schnell ohne Schild, Junge. Okay, okay. So, jetzt gucken wir. Ja, ich find's geil, dass man so ein bisschen die Trägheit sieht. Wie es so langsam runtergeht. Ja, okay, die Stormcaller haben uns zwar komplett zerstört. Aber bis dahin war es ein geiler Plan. So, wir haben Marksmen, wir haben Mustangs gegen uns. Ne, hier ist, sag mal, hier ist die Cam doch auch scheiße, Junge. So, okay. Steel Balls finde ich cool. Das finde ich cool. Die finde ich nämlich ganz nice eigentlich. Ja, natürlich. Aber da gibt's genug Leute, die nur drauf warten, da irgendwas zu melden. Ist leider so. Scheiße, wir haben die Steelboards zu weit nach vorne gesetzt oder die Fangs zu weit nach hinten. Kannst du die aussuchen jetzt. Nächstes Upgrade ist Life Leech für die Steel Balls und dann läuft das. So, was machen wir denn jetzt? Bisschen Kanonenfutter, hä? Gucken mal, was passiert. Apfel.
Sprengjäger. Oh Gott, ich halte es nicht aus, 12 Stunden heute. Aber wir haben schon, sag mal, wir haben schon 5 Stunden, ey. Wir haben schon 5 Stunden hinter uns. Das ging schnell. Ich muss... Ich glaube, ich stelle 2 Fortress vorne rein. Das läuft so nicht. Sag ich dir. Das läuft so nicht. Ach, guck mal hier. Was ist denn hier los? Das läuft so doch. Das haben wir. Im Titel steht was von Ecstasy. Ah ja, machst du da so Selbstexperimente? Vielleicht. Ich sag dann aber nicht, wann es losgeht. Nachher oder später, wenn wir Demonologist spielen. Voll schön. Boop. Und los geht's. Guck mal, da haben wir die Runde gewonnen. Easy. Overlord. Nano Repair Kit, das ist es. Und zwar. So. Valium, Baldrian und Speed, ja, genau so. Sodass dann quasi das Gesicht glimmt. Ich raff nix. Fortress wollten wir haben, ne? Wir schalten die mal frei für nächste Runde. In the meantime, noch ein paar Steel Balls. Sichern eine Flanke. Abfahrt. Ja, die Scheiße. Xanax. Valium ist Xanax? Echt? Also Xanax kenne ich vom Namen her, aber die Verbindung habe ich nie gemacht. Ah, guck mal hier. Vulcano, aber Vulcano ist nicht geil gegen Steel Balls. Da hätte er sich lieber mal eine Fortress gegönnt, weil jetzt wieder abgenascht. Das war nischt. Beruhigt und putscht auf. Ist auch super, super merkwürdig, ne? Fühlst dich dann ultra aktiv, während du auf der Couch liegst, oder was? Advanced Firepower. Oh ja, genau so. Kriegen wir den irgendwo auf dem Wolken? Ach ja. Scheiße, da stehen unsere Fangs. Ich habe auch so keine Hemmung, ne? Sonst würde ich kein Megabellum spielen. Komplett hemmungslos. Okay, der Boy macht eine wilde Mischung. Volcano, dann weiß ich nicht mehr, wie das Ding heißt. Boah, Alkohol ist halt, ich trinke halt seit bestimmt, erstmal überlegen, 10 Jahren kein Alkohol mehr. So ungefähr. Einfach weil ich den Kater nicht aushalte, ne? Das letzte Mal, wo ich richtig mir einen in die Rüstung gerömert habe, war ich im Gästeklo von einem Freund. Also einen Tag danach. Und war wirklich einen Millimeter davor, einen Krankenwagen zu rufen, weil ich gedacht habe, ich muss sterben. Ich habe gedacht, ich muss sterben. Und dann habe ich mir gedacht, nö. Lohnt sich nicht. Und dann habe ich es einfach gelassen. So, Barrier nehmen wir auf jeden Fall. Auch noch die ein oder anderen Steel Balls.
Ach, weißt du was? Gönnen wir noch ein paar Raketos. Ja, ey, ist wirklich so. Bei mir artet es dann auch immer aus. Scheiße, der hat unser geheimes, unsere geheime Schwäche erkannt. Wir haben keinen Anti-Air. Scheiße. Gut, wir haben Fangs, ne? Aber krass, die Fangs machen die... Er leckt mich am Arsch. Die Fangs sind einfach MVP. Steelboards tanken und Fangs machen... Ignite. Der Mechanical Rage könnte man noch abnaschen, ne? Für die Fangs. Oder hier Portable Shield. Aber wir sind sau krass. Warum sind wir denn so krass? Wir nehmen nix. Okay, wir haben die mal krass geupgradet. Holen uns noch zwei Balls. Kriegen sie schön. Kriegt der Gegner schön die Balls ins Gesicht. Und Abfahrt, Abfahrt. Warum nicht mal das for free? Was waren das for free? Einfach weitergeklickt. Aber ich habe schon wieder vergessen, was es war. Ach, hier Rocket Gedöns oder wie? Geh doch auf die fliegenden Einheiten. Okay, ein Turm. Ja. Nee, Balls bleiben doch da und tankt. Scheiße. Okay. Ah ne, Schild. Obwohl, der scheiße Schilde hätte sich auch auf die Fangs ausgewirkt. Die Querverbindung habe ich nicht gemacht. Oh nein. Nein. Jetzt mach doch langsam, Junge. Oh Gott. Ein. Greift die Fortress fliegende Einheiten an? Nee, ne. Das ist jetzt bitter. Das ist jetzt bitter. Was? Ach man, wie viel kosten denn Wasps? Spps. Können wir so den tierisch auf die Eier gehen, oder was? Gucken wir mal. Wir gucken einfach mal, was passiert. Pass mal auf. Der geht jetzt übel auf Battleships. Ja, die Wasps. Ja. Ja. Wir holen uns einen Turm, ja, geil.
Big Brain Time. Oh nee. Okay. Skip. Wow, Range oder Energy Shield? Range. Jetzt gucken wir mal, was passiert, ey. Oh, hoffentlich ballern wir da richtig rein mit der Atombombe. Hopp, komm schon. Oh, unsere eigenen Einheiten. Geil. Ich bin richtig am Schwitzen, Junge. War eine geile Runde.